Ja, in meiner Session Cybermobbing aufgeklärt, habe ich das Projekt, das wir seit 3 Jahren in Cottbus durchführen, vorgestellt. Und mit den Teilnehmern haben wir uns Projektergebnisse angeschaut, teils zu diesen Projektergebnissen diskutiert. Aber wir haben auch gemeinschaftlich überlegt, wie wir dieses Projekt oder wie dieses Projekt weiterentwickelt werden kann. Es wurden ja Probleme und Schwachstellen des Projektes von mir aufgezeigt und die Teilnehmer sozusagen haben dann ihre Ideen, mit ihren Ideen sozusagen dieses Projekt weiterentwickelt.